Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Elex. Wir sind gerade im Fort der Outlaws und wollen noch mal ein paar Elex-Tränke herstellen, um uns noch mal auszurüsten bzw. aufzurüsten. Und wir schlafen jetzt aber erstmal, damit unsere Gesundheit und unsere Energie wieder voll ist. So, dann können wir nämlich auch gleich hier beim Block noch mal reines Elex kaufen. So, der hat nach einmal Schlafen hat er immer wieder was da. Und ja, genügend Elex-Splitter haben wir auch wieder. So, gucken wir mal. Einen starken Elex-Trank wollen wir uns auf jeden Fall herstellen. Oh, jetzt haben wir zwei genommen. Egal. Genügend Schnaps haben wir noch. Dann schlafen wir noch mal eine Runde und kaufen uns noch mal eine Ladung reines Elex. Wir brauchen nämlich ein paar normale Elex-Tränke noch für Attributspunkte. Das würde ich erstmal ganz gerne auf 70 bringen. Was? So, dafür müssen wir erstmal kleine Elex-Tränke herstellen. Machen wir mal 6 Stück von denen. Und dann können wir normale wieder herstellen. So, perfekt. Ja, unser Schnaps geht nämlich auch langsam aus. Da haben wir mal einiges auf Vorrat gekauft am Anfang. So, und hier die beiden Tränke. Zack, zack, zack. So, dann leeren wir einmal noch den Punkt hier für Stärke. Damit kommen wir dann auf 70. Und dann gehen wir zum Kampftrainer. Dort hatten wir dann, glaube ich, jetzt nochmal zwei Sachen, die wir lernen können, um noch ein wenig stärker zu werden. Dass unsere Nahkampfwaffen noch ein bisschen mehr Schaden machen und unsere Fernkampfwaffen ebenso. Bring mir etwas bei. Auf jeden Fall. So, Fernkampfwaffen, genau, lernen wir einmal. Okay, und die Angriffsstärke, genau. Erhöht die Wucht deiner Schläge mit jeder Stufe. Damit sind wir dann in 2 von 2 schon. So, weniger schnell strauchen. Dafür bräuchten wir nochmal 10 Punkte in Konstitution. Weiß ich gar nicht, ob wir das brauchen. Erhöht den Schaden deiner Spezialattacke im Nahkampf mit jeder Stufe. Ja, da würde das vielleicht sogar nochmal Sinn machen, Gerissenheit auf 70 zu bringen. Aber, weiß ich nicht, ob wir das schaffen werden. So, einen Lernpunkt haben wir noch übrig. Können wir mal gucken, ob wir jetzt schon mittlerweile eine bessere Fernkampfwaffe anlegen können. Was brauchen wir denn hierfür? Also 83 Stärke und Geschicklichkeit brauchen wir nochmal 4 Punkte. Ja, da ist eher das Problem, glaube ich, die Stärke. Geschicklichkeit, da brauchen wir nochmal 10 Punkte. Donnerschlag nur noch 5. Der Fehler auch nur noch 5. Macht des Regenten. Ich glaube, die haben wir schon angelegt. Nochmal gucken. Steck deine Waffe weg. Kannst du doch hören. Genau, das ist die Macht des Regenten, die wir angelegt haben. Würde vielleicht Sinn machen, 5 Punkte nochmal in Geschicklichkeit zu investieren. Brauchen wir gar nicht mehr allzu viel. Da würde ich nochmal beim Doc ein-, zweimal schlafen. Und gucken, dass wir hier nochmal 5 Punkte in Geschicklichkeit investieren, damit wir eine der besseren Fernkampfwaffen anlegen können. Genau, erstmal das reine Elex bitte. Können wir uns schon mal ein paar herstellen. Okay, da fehlt uns dann auch schon der Schnaps jetzt. Gut, machen wir die beiden auch nochmal. So, wo kriegen wir jetzt Schnaps her? Verkauft der Doc zufällig auch Schnaps? Das würde mich ja jetzt mal interessieren. Suppe, Bier, Wein. Sieht nicht so aus. Ich glaube, Schnaps müsste weiter oben sein. Okay, aber wir haben ja hier zwei Bars. Die müssten Schnaps anbieten. Was man nicht alles tut, hier um
die Waffen ausrüsten zu können. So, Hank, zeig mal deine Waren. Da haben wir Schnaps. 12 Stück zwar nur. Okay, alles andere hatten wir wahrscheinlich auch übers Sammeln bekommen. Und dann schauen wir hier nochmal in Chloes Laden vorbei. Ist das dein Ernst? Leute, trink nicht so viel. Ich nicht immer rechtfertigen. Was kann... Gibt es ein Problem? Gibt es ein Problem? Kein Problem. Wenn du etwas kaufen willst, komm zu mir. Bei allem anderen, sprich mit Chloe. Okay. Zeigen wir mal, was so anzubieten hat. 50 Schnaps, yo, kaufen wir. Damit hätten sich dann auch unsere Schnapsprobleme erstmal wieder erledigt. Dann können wir wieder zurück zum Dock. Und ins Lager der Mitte müssen wir nochmal. Da können wir einige Verbesserungen kaufen. Unter anderem neue Händler oder eine Werkbank. Und wir können auch unsere Bude ein bisschen einrichten. Das sieht ja aus wie Kraut und Rüben da momentan. Das kostet allerdings auch 3000 Elex-Splitter, was natürlich auch viel Geld ist. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch investieren können. Ja, wir legen uns, glaube ich, erstmal schlafen. Zack. Und dann müsst ihr auch wieder 16 reines Elex haben. Ja, lass uns mal hier ran, bitte. Danke. Machen wir mal 8 zusätzliche und machen aus denen jetzt komplett die Elex-Tränke. Sehr gut. Hat genau gepasst. So, dann trinken wir die mal. Und wir haben ja noch ein Elixier der Heilung. Erhöht dauerhaft die Lebensenergie um 20. Das machen wir natürlich auch. Und jetzt können wir hier nochmal ein paar Punkte investieren und haben sogar noch 4 übrig. Ja, da warten wir dann nochmal. Gut, Leute. So, kurz mal Bestandsaufnahme. So, Donnerschlag, das ist eine Schrotflinte. Macht auf der Entfernung nicht so viel Schaden, eher wenn man näher dran ist. Und der Fehler, was haben wir denn hier? Magazingröße 3, verschießt Speere. Ich glaube, da wäre der Donnerschlag schon die bessere Wahl. Erlöser ist eine Energiewaffe natürlich. Damit können wir EMPs und Plasmabälle verschießen. Und Todesstrahl kommen wir, glaube ich, nicht so schnell hin. Bei Geschicklichkeit könnten wir nochmal gucken. Ja, da brauchen wir schon mehr Punkte wieder. Ja, jetzt hat mich natürlich der Ehrgeiz gepackt, hier nochmal zu versuchen, dass wir vielleicht 4 Punkte an Geschicklichkeit gewinnen können. Machen wir direkt zweimal. Ja, weil wir jetzt schon 5 Punkte brauchen für ein, ja, dann wird das spaßig. So, kleiner Elex-Trank. Machen wir mal, weiß nicht, 10 erstmal. Und normale kommen wir dann auf 5. Noch ein bisschen reines Elex über. Mal gucken, vielleicht reicht das ja auch schon. Ja, da brauchen wir tatsächlich schon 5. Okay, Leute, wir schlafen noch mal zweimal. Ja, tut mir leid, dass jetzt hier die Folge natürlich wieder viel darum spielt, uns in irgendeiner Form zu erhöhen. Aber das gehört halt auch dazu. Und die Mechanik wird uns ja angeboten vom Spiel her. Also nutzen wir sie auch. Und ich bin mal gespannt, was die Fernkampfwaffe dann nachher so für Schaden raushaut. So, noch
mal rein ins Elex. Ja, da kommen wir dann schon wieder nur noch auf 1000 Elex-Splitter. Wie gewonnen, so Zeron. So, kleiner Elex-Tank. Ja, würde ich vielleicht auch jetzt mal wieder 12 machen. Okay, da fehlt ein reines Elex für noch einen weiteren Trank. Gucken wir mal, ob das vielleicht schon ausreicht. Sollte eigentlich. Jo, super. Okay, dann legen wir mal unsere neu gewonnene Waffe hier an. Der Erlöser. Die legen wir auf die 2. Und Todesstrahl, ja, wie gesagt, die ist noch ein bisschen mächtiger. Macht nochmal 6 plus Schaden, aber dafür brauchen wir einiges an Stärke. Und der Erlöser hat sogar einen Sockel. Können wir mal gucken. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Können wir schon einen großen herstellen. Da fehlen uns wohl noch ein paar. So, der Erlöser. Waffe modifizieren. Waffe ausschlachten. Also können wir auch nicht steigern. Aber hier können wir hier Bonusschaden für einen normalen roten Stein. Bonus Gesundheit pro Treffer. Malus Resistenzen Gegner. Bonus Erfahrung Monster. Bonus Schaden Gefährten. Ja, roter Stein würde vermutlich am meisten Sinn machen. Da werden wir eh nicht auf einen großen roten Stein kommen, weil wir erst einen von denen haben. Hier würde es vielleicht nochmal Sinn machen, Bonuserfahrung an Gegnern oder mit den Resistenzen. Legen wir das mal hier rein, damit wir mehr Schaden machen. Okay. Und ja, aufwerten können wir die leider nicht. So, so sieht es hier aus, unsere Waffe. Steck die Waffe weg. Und dann wollen wir die natürlich mal im Feldtest testen. Wo gehen wir dann am besten mal hin? Kuppelruinen haben wir ja schon geleert. Vielleicht hier oben nochmal im Tawagebirge. Da könnte man nochmal gucken, dass man hier ein paar Gegner findet. Jo, da ist doch direkt ein perfektes Ziel für uns. So, ja, Munition haben wir auch genug. 529 mit einem Schuss. Krass. Okay, war aber auch nur ein Beißer. Trotzdem schon nicht schlecht. So muss das sein. So stelle ich mir Fernkampfwaffen vor, die ja, Laser verschießen. Okay, Riesenkraut. Dafür kriegen wir wohl eine Quest. Scheint hier im Fluss zu wachsen. Da bin ich mal gespannt. Was machen wir Schaden an einem Skeks? Ey, heftig. Okay, ich glaube, wir haben eine neue Kampfmethode hier. In der wir einfach viel aus der Ferne schießen werden. Ja, wie cool ist das denn, Leute? Die Zeiten sind vorbei, wo wir hier mit Schwertern auf Gegner eingedroschen haben. So geht das auf jeden Fall einfacher. So, 5 Riesenkräuter haben wir. Da drüben sehe ich noch eins. Da müssen wir halt nur noch den Questgeber dazu finden. So, 6 haben wir. Kommen auf 7. Ja, eins fehlt noch. Dass wir hier irgendwo noch eine Quest entdecken, hätte ich nicht gedacht. Urführer. 2 Schüsse, der ist down. Okay, cool. Ich bin gerade echt schwer begeistert von der Waffe. Ich hätte das jetzt nicht erwartet, dass sie so viel Schaden macht. Es geht los. Vorsicht!
Und ja, das kommt uns natürlich zugute, dass wir hier kaum Munition benutzt haben in dem Spiel. Alles, was wir bisher gesammelt haben, ist immer noch da, weil wir haben auch nie Munition verkauft. Das ist natürlich auch sehr vorteilhaft. So, was haben wir da? Ein Spielzeug-Dino. Und die Waffe an sich macht ja auch schon sehr viel Schaden. So, da werden wir nicht hochkommen, denke ich. So, eins dieser Kräuter fehlt uns noch. Wo kriegen wir das denn her? Muss ja hier am Fluss irgendwo sein. Oh, ich glaube, ich sehe es. Nee, ist nur eine normale Pflanze. Okay, aber ich würde hier dann vielleicht den Weg noch mal weiter nach oben gehen. In der Hoffnung, das letzte Kraut zu entdecken. Außerhalb hier vor den Skeks an Land. Ja, vielleicht hier hinten am See, dass dort irgendwo die letzte Pflanze versteckt ist. Jo, da. Perfekt, damit sind wir kräuterkundig und haben eine Quest abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch den Questgeber finden, damit wir die auch abgeben können. So, wo geht's hier hin? Okay, da sind wir hier wieder. Ich glaube, es war noch nie so einfach, hier Gegner auszuschalten. Es geht los. Achtung! Cool. Was haben wir am Anfang über die Skeks geschimpft? Oder generell über Raptoren auch. Weil deren Angriffsmuster auch ja, sehr rasch und manchmal auch ein bisschen unvorhersehbar war. Kein Problem mehr, Leute. Okay, da oben ist der Gegner. Müssen wir mal gucken, dass wir da nochmal raufkommen. Die würde ich mir auch noch ganz gerne holen. Ich glaube, das ist sogar eine Chimäre. Da bin ich mal gespannt, wie da unsere Waffe abschneidet. Ich meine, Skeks hatten wir mittlerweile auch mit dem Schwert ganz gut hinbekommen. Achso, nee, ist sogar ein Urtier. Oder Bergtroll. Boah, schaut euch das mal an, Leute. Ich glaube, wir haben keine Gegner mehr, die uns gefährlich werden können. So erst recht nicht. Ja, die Waffe hat sich bewiesen. Behalten wir.
Definitiv. Gut, gehen wir hier noch ein bisschen am Fluss entlang und durch das Rohr eigentlich zur anderen Seite würde ich auch gerne nochmal. Oder vielleicht auch oben drüber, müssen wir mal gucken. Der Ort sah auch sehr interessant aus. Und ja, hier warten auch noch viele Gegner. Vermutlich oben drauf. Ha, Schakale. Oder Wollwolf. Ja, kommt her. Haut euch. Das machst du ungeschickt. Ja, auch kleine Gegner können wir, glaube ich, mit dem Schwert ganz gut ausschalten. Bleib hinter mir. Auch wenn wir viel Munition haben, sollten wir das dennoch nicht verschwenden. Und das Ganze wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu einfach. Wir wollen auch die eine oder andere Herausforderung haben. Aber ich muss auch sagen, wir haben lange darauf hingearbeitet, um überhaupt mal so stark zu werden. Cool. So viele Gegner hier in der unmittelbaren Umgebung. Okay, komm. Und zwar so. War es nicht bei einem Schuss tot? Was ist denn da los? Ja, dann mal auf den Bergtroll. Der trifft uns trotzdem noch. Wahnsinn. So, tschüss. Ach, wie ich es liebe, Leute. Kein Thema. So, den Bereich da drüben könnten wir gleich mal versuchen zu erkunden. Wir haben ja die Resistenz mittlerweile. Ich gehe davon aus, dass wir trotzdem immer noch Schaden bekommen werden. Aber dann, ja, vermutlich nicht mehr so viel wie sonst. Okay, es sieht nur so aus. Nee, doch, jetzt wird's. Ich werde hier auf dich warten. Ja, dann warte mal. Ich bin jetzt hier in der Zeit ein bisschen um. Ich werde hier auf dich warten. Was ist denn nun los? Warum sehen wir nichts mehr? Sehr unglücklich gerade. Noch einer. Ja, kommt hier ruhig mal Richtung Fluss. Müssen wir dann nicht so weit rein in den Bereich. So, und wir wollten hier nochmal rüber über die Bergkette. Auf die andere Seite. Beziehungsweise dorthin, wo ja das Rohr endete. Okay, da drüben.
Okay, hier ist irgendwie so ein Holzfällerlager. Wow. Gar nicht gesehen, dass hier was im Boden versteckt war. Noch irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Ja, Leute, Bergtroll. Einmal anschießen hier. Zack. Perfekt. Okay, kümmern wir uns erstmal hier um die Gegner, bevor wir dann das Lager reingehen. Was haben wir denn hier noch? Überreste einer längst vergangenen die können wir auch so bekämpfen, denke ich. Komm her. Achtung! Trank hier. Uns doch ganz schöne Probleme bereitet. Muss ich ja zugeben. So, Kaya hat hier den noch erledigt. Und dann können wir mal gucken, was sie denn hier beschützt haben. Plasmazellen. Ja, oben. Da könnten wir raufkommen. Da könnten wir raufkommen, Leute. Dauert nur ein bisschen. Die schwindelnden Höhen. Können wir mal direkt lesen. Was sie uns denn da mitteilen wollen. Du sollst dein Erbe erhalten, allerdings nur, wenn du schaffst, deine Ängste zu überwinden und die schwindelnden Höhen zu erklimmen. Du wirst ganz nach oben müssen, ich habe dein Erbe hier oben versteckt, damit es dir niemand wegnimmt. Benutze das Jetpack, das ich dir hinterlassen habe, und suche die Struktur ab, dann wirst du dein Erbe schon bald in den Händen halten. Ja, Leute. So, da liegt wohl nichts mehr. Hier sollten wir relativ leicht hochkommen. Boah, sag das mal nicht. Doch schwieriger als erwartet. So, wir speichern immer mal. In so luftigen Höhen kann es auch schnell passieren, dass wir mal runterfallen. Durch einen Fehltritt oder sowas. Aha, guck mal, da hinten ist schon mal ein Tresor. Ich würde da eigentlich ganz gerne durchkommen. Komme aber scheinbar nicht. Da müssen wir vermutlich erstmal ganz nach oben. Fünf, vier, neun, eins. So, 5491. Geht doch. Cool. Reines Elex und ein paar Splitter. Ja, das ist unser Erbe hier, Leute. Hätte das gedacht. Aber hat sich doch gelohnt, die Zeit kurz zu investieren und hier mal rauf zu fliegen. So, ich hoffe, dass wir hier ein Bettchen finden, um uns nochmal auszuruhen. Ein Berserker. Leider tot. Notiz über Boa.
Bohr war jetzt schon mehrfach in diesen alten Ruinen nördlich von hier. Was macht er da? Jedes Mal, wenn ich auch nur in die Nähe dieser Ruine komme, läuft es mir kalt den Rücken runter. Ich werde ihm heute Nacht folgen. Ich will wissen, was er in dieser Ruine treibt. Ich glaube, Bohr ist wahnsinnig geworden. Ich habe ihn auf dem Boden kauen gesehen. Er hat auf irgendetwas rumgekaut und Schlürfgeräusche von sich gegeben. Ekelhaft. Als er gesehen hat, dass ich ihn beobachte, ist er fast wie ein verschrecktes Tier aufgesprungen und in die Nacht gerannt. Ich werde ihn morgen früh darauf ansprechen. Ich habe mit Bohr gesprochen. Also, gesprochen ist vielleicht etwas übertrieben. Er hat kaum geantwortet. Er scheint so, als könnte er sich nicht daran erinnern, gestern dort gewesen zu sein. Bohr hat mich gerade von hinten angesprungen. Er war richtig aggressiv. Ich zittere noch immer. Konnte ihn abschütteln. Er hat am ganzen Körper gezittert und ist dann weggerannt. Ich werde morgen mit den anderen reden. Bohr muss von hier verschwinden. Okay, in den Ruinen nördlich von hier. Da können wir dann natürlich am nächsten Morgen mal schauen. Und das Ganze machen wir dann auch in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid und wieder einschaltet. Also bis dahin.